war sicher für mich der Applaus. Eins, zwei. Ja, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Mathias Jaissle und noch Okafor sind hier. Und heute kann ich es mit Fug und Recht sagen, wir freuen uns wirklich auf eure Fragen. Bitte im Handzeichen und die Lisa bringt das Mikrofon. Sebastian, bitte. Einen Moment. Matthias und Noah, herzliche Gratulation dafür. Einfache Frage, wie ist derzeit die Stimmungslage, die Emotion, wie schaut es in euch aus nach diesem Spiel? Schönen guten Abend, erstmal in die Runde. Ja, natürlich sind wir überwältigt. Es ist sehr emotional unten gewesen in der Kabine. Ich glaube, die Freude war sehr, sehr ausgeprägt. Die Stimmung ist top und ich glaube, wir haben hier was ganz Besonderes geschaffen mit der jungen Mannschaft und dementsprechend dürfen sie heute mal richtig feiern. Noah, Stimmungslage. Hallo zusammen. Ich glaube, ja, die Stimmung, wie ihr wisst, ist natürlich enorm. Ich glaube, jeder Einzelne ist nicht überrascht, sondern einfach gut drauf. Man merkt richtig die Zusammenhalt der Mannschaft. Haben auch gesehen, bei schwierigen Spielen wie heute war es nicht ganz einfach. Jeder ist für jeden gegangen. Und ich glaube, das macht unser Team aus. Und ja, über das sind wir sehr stolz. Und ja, jetzt genießen wir heute den Abend und den Moment. Oh, entschuldige, Anna, ich habe dich vergessen. Kein Problem. Felicitaciones y queríamos saber simplemente cómo está el ánimo. Estamos muy emocionados en la cabina, domina la alegría y la felicidad. Es una enorme alegría la que se siente en todo el equipo. Estamos muy unidos. No ha sido fácil toda esta fase de grupos, pero estamos muy orgullosos y hoy domina la alegría. Weitere Fragen. Da hinten, ich sehe nur die Hand, das Gesicht sehe ich nicht dazu. Martin Schubert vom Standard. Die Frage geht an den Trainer. War irgendwas in der Vorbereitung anders als sonst für so ein wichtiges Spiel? Nein, wir versuchen jedes Spiel gleich anzugehen. Das heißt, wir bereiten uns bestmöglich vor. Natürlich gehst du ja, so ein Topspiel dann taktisch vielleicht noch einen Tick anders da an. Du hast noch ein, zwei Varianten, weil einfach der Gegner auch dementsprechend Varianten mit sich bringt. Und das hat man heute, glaube ich, ganz gut gesehen. Da war man gut vorbereitet und die Jungs haben es super umgesetzt. Con respecto a la preparación, ¿se hizo algo diferente? En realidad no, siempre nos preparamos lo mejor posible para un partido de primera como este. En cuanto a la táctica, quizá tenemos una o dos variantes porque el adversario también lo hace, pero se pudo ver durante el partido. Sebastián. Matthias, tú bist nach der ersten Jubelorgie in die Kabine verschwunden. Wolltest offensichtlich für dich alleine sein. Habe ich das so richtig gesehen? Haben dich die Emotionen überwältigt oder was ist da in dieser Situation in dir vorgegangen? Das war tatsächlich sehr emotional und mal so zwei, drei Minuten für mich gebraucht, um das Ganze zu realisieren. Ist schon auch ein Stein vom Herzen gefallen, ganz, ganz klar. Der Druck war schon spürbar. Ich habe mir den selbst natürlich auch auferlegt und dementsprechend war ich halt überglücklich nach Schlusspfiff. Luego del final del partido, te retiraste a la cabina y ¿qué sucedió? Necesitaste un momento para ti solo. Sí, en realidad fue algo muy, muy emotivo, un momento muy emotivo. Ya se fue toda la presión, una presión que me puse yo mismo. Sentí un gran alivio, pero necesité un momento para mí solo, efectivamente. Barbara Schulz. An den Noah, wie Sie nach Ihrem Tor dann abgedreht sind, gejubelt haben. Wie groß war da der Gedanke, wenn jetzt die Hütte voll gewesen wäre? Ja, wie ihr wisst, war das Spiel ohne Fans. Aber ich glaube, wir haben uns auf uns fokussiert, uns vorgenommen, genau was zu machen ist, von der ersten Sekunde bis zur letzten. Und klar, mit den Fans wäre es natürlich noch emotionaler geworden. Und ja, schade, dass die Fans nicht hier sein haben können, aber ich glaube, von zu Hause hat uns jeder unterstützt und schädlich, was zählt, sind die drei Punkte und das Weiterkommen für das Achtelfinale. Luego del gol, la celebración, ¿cómo hubiese sido si el estadio hubiese estado lleno?
Claro, sin aficionados, como ustedes saben, es otro el ambiente, pero hemos sentido la emoción. Lamentamos mucho que no hayan estado presentes, pero nosotros nos hemos alegrado mucho y definitivamente los aficionados nos han estado apoyando. Lo más importante han sido los tres puntos y que hayamos pasado a octavos de final. Übrigens, was Sie da beim Noah stehen sehen, das ist kein Weihnachtsschmuck oder sonstigen, das ist der Pokal für den Man of the Match, falls sich jemand gefragt hat. Bernhard Kastler, bitte. Fange ich mit Noah an. Ich habe zwei Fragen auch an den Trainer, aber ich fange mit Noah an, wenn die Kollegin schon umgekommen ist. Erste Frage, wir haben es ja schon nach dem Wolfsburg-Spiel einmal kurz besprochen, was du da in Salzburg so durchgemacht hast, war jetzt nicht ohne. Zwischenzeitlich hast du die Schweiz mitunter auch zu der WM geschossen. Jetzt auch dieser Treffer nach dem Comeback, hast du das vielleicht nochmal für dich auch begreifen, was da jetzt alles passiert ist und ja, was vielleicht die Faktoren jetzt zwischenzeitlich waren? Wegen Übersetzen. Wir bleiben bei dir. Ja, ich glaube, die letzten Wochen, die letzten Monaten waren natürlich sehr schön für mich. Und ja, ich wurde auch ein bisschen belohnt oder wurde belohnt durch die harte Arbeit in den letzten Wochen, Monaten. Und ja, ich versuche, klar, wenn es so viel um einen geht, wird immer viel geschrieben oder viel drumherum gesprochen. Aber ich versuche, das bestmöglich wegzublenden, um mich auf den Fußball zu fokussieren. Und ja, klar, man genießt den Moment, wenn man Tore schießt mit der Mannschaft, durch Siege oder durch Erfolge wie heute. Und über das bin ich sehr glücklich. Todo lo que ha sucedido, ¿cómo lo ves ahora y culmina con este gol que marcaste el día de hoy? Bueno, las últimas semanas han sido para mí muy lindas, muy emocionantes. Este partido ha sido algo muy especial. Siempre intento concentrarme, lógicamente, en el fútbol y este reconocimiento como el jugador del partido es algo muy especial para mí y disfruto mucho al jugar con todo el equipo. Bernhard. Remi hätte auch gerecht. Ich glaube, gegen so eine Top-Mannschaft gibt es nicht nur einen Faktor oder zwei Faktoren. Ich glaube, heute hat sehr viel funktioniert von dem, was wir uns vorgenommen haben. Die Jungs haben das von der ersten Minute an wirklich richtig gut gemacht. In allen Phasen des Spiels. Wir waren engagiert, wir haben frühzeitig gepresst. Ich glaube, wir haben Sevilla wirklich dazu gebracht, dass sie gar nicht groß ihre Muster spielen konnten. Und dem gebührt alle Ehre. Ich glaube, auch in den Umschaltphasen haben es unsere Jungs gut gemacht. Da war sogar die ein oder andere Möglichkeit noch da. Hätten wir es da besser zu Ende gespielt. Aber ich glaube, der verdiente Sieg ist einfach total in Ordnung. Und vor allem freut es mich für die Jungs, dass sie sich belohnt haben. Este ha sido un partido final. ¿Y qué fue lo decisivo para lograr este resultado? Al jugar contra un equipo de tan alto nivel como Sevilla, no solo es uno el factor que decide el resultado. Los muchachos hicieron todo muy bien desde el primer minuto. Marcamos con mucha intensidad desde un principio. No permitimos que Sevilla jugase sus movimientos típicos. Es una merecida victoria y lo que más me alegra es que los muchachos se han premiado. Christoph Nista. Eine Frage an beide. Jetzt steht man im Achtelfinale und die potenziellen Gegner, es ist eigentlich das Who is Who im Vereinsfußball. Wer ist denn das Wunschlos? Also ich nehme tatsächlich jeden Gegner gerne, weil jetzt gibt es nur noch brutale Kracher, wenn man so sieht, wer da auf Platz 1 steht in den unterschiedlichsten Gruppen. Vorhin haben wir uns kurz ausgetauscht mit dem Sportdirektor. Er findet Man United ganz cool. Muss ich ihm definitiv zustimmen. Ich glaube, es wäre eine coole Geschichte. Ralf hat mir vor dem Spiel viel Glück gewünscht und ich ihm natürlich auch. Und von dem her gibt es eine Verbindung. Es wäre sicherlich eine coole Partie. Aber ja, es gibt sicherlich auch noch viele andere hochkarätige Gegner, worauf wir uns freuen können. Ich bin gespannt, was du sagst. Übersetzung nur, bitte. Ahora pasaron a octavos de final y hay muy buenos adversarios. ¿Cuál sería el adversario deseado? En realidad cualquiera sería un buen adversario porque todos son excelentes equipos, pero Manchester United sería uno de mis favoritos y antes del partido Ralf me deseó mucho éxito para el partido, pero en realidad estamos muy contentos de haber llegado a octavos. No, Okafor, wunschlos. Ja, ich glaube, jeder Gegner jetzt, wo kommt, hat sehr viel Qualität. Und wir wissen, dass wir international jeder Gegner ärgern können. Haben wir auch schon gezeigt.
Und ja, mein Wunsch wäre, glaube ich, auch Manchester United. Aber schlussendlich fokussieren wir auf uns, egal wie der Gegner heißt, und versuchen, unsere Leistung so fortzusetzen. En realidad, cualquier adversario me daría igual, porque todos son muy buenos equipos, pero sí, Manchester United podría ser un buen equipo, pero nos concentramos en primer lugar en nuestro juego para lograr un buen resultado. Neben dem Christoph, ich weiß nicht, wer das ist. Das ist so von Okafor Lowlands. Matthias, Sie haben jetzt, sind der erste Trainer in Salzburg, der mit Salzburg ein Champions League-Spiel zu Null bestritten hat. Überhaupt hat die Mannschaft defensiv sehr gefestigt gewirkt in dieser Champions League-Saison, hat einmal nur 2 Gegentore bekommen, sonst immer nur maximal 1 Gegentor. War das der Schlüssel zum Aufstieg schlussendlich? Obwohl man natürlich mit Karim Adeyemi und Noah Okafor hier 2 absolute Top-Spieler in der Offensive hat, war die Defensive schlussendlich der Schlüssel? Ja, wir wussten, dass 0-0 reicht fürs Weiterkommen. Demzufolge haben wir schon auch gewusst, wie wichtig die Defensive heute wird, auch die Restverteidigung. Dass wir das nicht außer Augen lassen. Aber ja, Sie haben es angesprochen, jetzt zum ersten Mal nach ganz langer Zeit. Ist natürlich eine coole Geschichte, gerade in so einem entscheidenden Spiel heute, wo es wirklich um alles ging. Ja, ich glaube, auch in der Liga haben wir gezeigt, dass wir einfach defensiv sehr stabil stehen. Ja, uns hat in der Liga ein bisschen es gefehlt, dass wir die Torchancen machen, die wir heute eiskalt genutzt haben. Allen voran dann Noah mit seiner Kiste. Aber ich bin sehr zufrieden. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, aber ich glaube, in Summe dann auch ein verdienter Sieg. Hoy día jugaron a cero y, bueno, definitivamente Karim y Noah fueron 2 jugadores decisivos para lograr este resultado. No siempre lograron jugar a cero. Sí es una situación, ha sido una situación decisiva. Definitivamente también que la defensa es algo sumamente importante. Es una situación actual para nosotros muy, muy especial. Y, bueno, en la Liga también tenemos una defensa que juega de forma muy estable. Nos han faltado algunos goles para poder marcarlos, pero Noah sabe qué es lo que tiene que hacer y la tiene muy clara. Entonces, para nosotros este partido ha sido un resultado sumamente muy especial. Martin. Zwei Fragen zur Halbzeitpause. Erstens, wie haben Sie das emotional angelegt? Und zweitens, gab es irgendwelche taktischen Adjustierungen? Na, emotional habe ich so angelegt, dass ich ihnen ja, Mut zugesprochen habe, weil die erste Halbzeit schon gut war. Wir haben recht wenig zugelassen, haben uns selbst allerdings auch wenig Chancen kreiert. Da lag es eher daran, dass wir die Umschaltaktion nicht konsequent ausgespielt hatten. Und von dem her haben wir ein paar Szenen gezeigt, was wir besser machen können. Aber auch Szenen, um die Mannschaft einfach zu bestärken, vor allem im Defensivverhalten. Durante el descanso, ¿cómo manejó el aspecto emotivo para el equipo? Bueno, simplemente me encargué de darles mucho valor porque el primer tiempo ya había sido bastante bueno. Solo nos faltó aprovechar ciertas oportunidades hasta el final. Entonces, realmente lo principal fue darles valor y el seguir adelante para poder aprovechar las situaciones que se presentasen y mejorar el juego en la defensa. Alex. Gratulation auch von mir zum Aufstieg an beide. Frage an den Trainer. Danke. An den Trainer. Wie nah war dieses Spiel an diesen? Gibt es überhaupt ein perfektes Spiel oder beziehungsweise wie nah war diese Partie jetzt da dran? Ich glaube, bei unserem Ehrgeiz, den wir haben, so ein richtig perfektes Spiel ist fast nicht abbildbar. Speziell auch, wenn der Gegner Sevilla heißt. Aber wir waren schon nah dran. Ich glaube, wie ich es vorhin gesagt habe, in allen Phasen haben wir eine richtig gute Partie gemacht. Wir haben es als Mannschaft extrem wegverteidigt. Vorhin hat der Kollege erwähnt, was für eine offensive Power Karim und auch Noah haben. Aber ich möchte auch hervorheben, wie die Stürmer heute gegen den Ball gearbeitet haben. Also das war schon, denke ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass wirklich jeder auf dem Platz sich der Verantwortung bewusst war, alles zu investieren, um möglichst die Null zu halten. Und das hat uns heute sicher ausgemacht.
¿Ha sido un partido casi perfecto este o qué tan cerca estuvo de ser un partido perfecto? La ambición que tenemos no nos permite decir que se pueda jugar un partido perfecto y tampoco contra un equipo como el Sevilla, pero hemos jugado bastante bien, también sobre todo en la defensa. Uno de sus colegas mencionó la importancia de Noah y de Karim en la delantera, pero quiero destacar que nuestros delanteros hoy también ayudaron en la defensa y todos estuvieron muy conscientes de la responsabilidad que tenían el día de hoy en el partido. La última pregunta, letzte Frage. Umso schöner. Vielen Dank fürs dabei sein. Am Morgen 13 Uhr haben wir übrigens schon die nächste Pressekonferenz. Wir werden es knapp schaffen, Matthias. Vielen Dank, einen schönen Abend und danke fürs dabei sein. Schönen Abend. Muchas gracias. Gracias por estar presentes.